Na, hast du dein Fahrrad abgeschlossen? Wird teuer, wenn das weg ist. Und was machst du eigentlich, wenn du einen Unfall hast und nicht mehr arbeiten kannst? Daran schon mal gedacht? War der Herd aus, als du schlafen gegangen bist? Naja, im Zweifel zahlt sie eine Versicherung. Ach nee, du hast ja keine. Welche Versicherungen brauche ich wirklich? Ich find's echt ätzend, dass man die Sache mit der Versicherung nicht in der Schule lernt. Ich meine, ich bin auf dem Gebiet jetzt nicht mehr taufrisch, aber ich kenne echt niemanden, der da einen richtigen Plan von hat. Mama! Das Gute ist, bis 18 seid ihr über eure Eltern mitversichert. Jedenfalls was die Basics angeht, Kranken- und Haftpflichtversicherung. Wer noch nicht selbst arbeitet, kann bis zum 23. Geburtstag bei den Eltern krankenversichert bleiben. Und wer studiert, sogar noch bis 25. Aber danach ist Schluss, dann müsst ihr euch selbst drum kümmern. Eine Versicherung könnt ihr euch vorstellen wie einen Topf, in den alle Versicherten regelmäßig einen Beitrag einzahlen müssen. Wenn dem Einzahler etwas passiert, je nach Versicherung zum Beispiel eine Krankheit, bekommt er Geld aus dem Topf, um die Kosten zu decken. So ganz nach dem Motto, einer für alle und alle für einen. Und solche Versicherungen schützen euch grundsätzlich vor den Kosten, die in Ernstfällen auf euch zukommen können. Ernstfälle wie Krankheit, Unfall, Diebstahl und so weiter. Sprich, sie haftet für eure oder durch euch verursachte Kosten, die zum Beispiel durch Schäden, Unfall oder Krankheiten entstehen. Habt ihr zum Beispiel schon mal auf so eine Krankenhausrechnung draufgeschaut? Nee? Ey, das will man auch nicht. Hallo? Es kommt also keiner drum rum. Selbst wenn du Hardcore-Versicherungsverweigerer bist. Es gibt eine, die du unbedingt haben musst. Die Krankenversicherung. Aber wo wir schon dabei sind, ich habe hier so einen fiesen Eiterausschlag. Kann sich das mal jemand an... Herr Julian, kannst du es mir kurz ansehen? Ja. Wenn ihr nicht mehr familienversichert seid, dann müsstet ihr die Krankenversicherung eigentlich selber zahlen. Aber seid ihr fest angestellt, dann zahlt der Arbeitgeber mit. Das gilt auch dann, wenn ihr in der Ausbildung seid. Dann fällt sie unter die Sozialversicherung. Aufgedröselt steckt da drin die Krankenversicherung mit 14,6% vom Bruttolohn, die Rentenversicherung mit 18,6%, die Arbeitslosenversicherung mit 3% und die Pflegeversicherung mit 2,55%. Von all dem zahlt ihr die Hälfte und euer Arbeitgeber die andere. Im Urlaub gibt's aber auch noch was zu beachten. Als ich in Australien war, habe ich zwar vorher nicht so viel geplant, aber eine Auslandskrankenversicherung habe ich schon abgeschlossen. Schließlich gibt's ja auch wilde Tiere, wer weiß, was da passieren könnte. Also Freunde, bevor ihr in einen Flieger steigt, informiert euch bei eurer Krankenkasse, welche Leistungen und welche Länder abgedeckt sind. Ob eure Krankenversicherung auch in der EU gilt, könnt ihr auf der Rückseite eurer Karte ablesen. Dort steht dann Europäische Krankenversicherungskarte oder kurz EHIC. Im Zweifel braucht ihr aber noch eine extra Auslandskrankenversicherung. Und hier eine Versicherung, die ihr haben müsst, wenn ihr ein Auto oder ein Motorrad besitzt. Die Kfz-Haftpflichtversicherung. Die braucht ihr nämlich, wenn ihr einen Unfall baut, der eure Schuld war. Die Versicherung kommt dann für bestimmte Kosten auf. Zum Beispiel die Reparatur des kaputten Autos des Unfallgegners. Oder die Heilungskosten des anderen Fahrers, wenn der verletzt ist. Ohne die Kfz-Haftpflichtversicherung wird also kein Fahrzeug zugelassen. Für die Schäden an eurem Auto kommt die Versicherung nicht auf. Je nach Wert eures Autos könnt ihr euch über eine Kasko- oder eine Teilkasko-Versicherung absichern. Bei einer alten Rostlaube lohnt sich das aber eher nicht. Hattet ihr schon mal einen Unfall und habt die Versicherung auch gebraucht? Oder zahlt ihr schon ewig ein und es passiert einfach nichts? Schreibt's mal in die Kommentare. Also die Sache mit der Krankenversicherung und dem Auto haben wir jetzt geregelt. Also sind wir doch jetzt safe, oder Jonas? Denkst du? Das sind jetzt nur die Versicherungen, die man haben muss. Und hier eine, die wirklich jeder haben sollte. Die private Haftpflichtversicherung. Sobald ihr nicht mehr über eure Eltern versichert seid, solltet ihr die unbedingt sofort selber abschließen. Die Haftpflicht springt ein, wenn ihr fahrlässig, also nicht absichtlich, einen Schaden bei jemand anderem anrichtet. Ein Ketchupfleck auf einem teuren Anzug oder eine kaputte Sammlervase auf einer WG-Party. Habt ihr keine Haftpflicht, müsst ihr den Schaden selber bezahlen. Die Privathaftpflichtversicherung ist wirklich die wichtigste Versicherung, denn sie schützt einen ja vor einem existenziellen Risiko. Denn für jeden Schaden, den ich jemandem anderen zufüge, muss ich haften und vielleicht sogar notfalls mit meinem privaten Vermögen. Deswegen ist eine Privathaftpflichtversicherung ganz wichtig. Die Mindestversicherungssumme sollte 5 Millionen Euro betragen und den Versicherungsschutz kriegt man schon für 5 oder 7 Euro im Monat. Also deswegen sollte wirklich jeder so eine private Haftpflichtversicherung haben. Oh, Entschuldigung. Bei allen Versicherungen gibt es jede Menge Anbieter und auch wenn das Zeit frisst, vergleichen lohnt sich immer. Dafür gibt es Vergleichsportale, die Stiftung Warentest, die Verbraucherzentralen oder ihr sucht euch einen unabhängigen Berater. Das sind Honorarberater, die in eurem Interesse handeln. Die werden über die Verbraucherzentralen oder über den Bundesverband der Versicherungsberater vermittelt. Und hier auch ein Klassiker unter den Policen, die Berufsunfähigkeitsversicherung.
Die ist wichtig für den Fall, dass einem etwas passiert und man nicht mehr arbeiten kann. Ist man versichert, bekommt man dann einen monatlichen Betrag überwiesen. Je nachdem, was man vorher verdient und eingezahlt hat. Die Berufsunfähigkeitsversicherung wird oft vernachlässigt, weil wir uns halt Anfang 20 alle für unverwundbare Superhelden halten. Aber es geht auch gar nicht nur um körperliche Verletzungen. Auch Depressionen oder Burnout können dazu führen, dass man seinen Job nicht mehr richtig ausüben kann. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist die zweitwichtigste Versicherung für gerade junge Menschen. Der Beitrag ist allerdings recht happig, deswegen ist es auch wichtig, sie möglichst in jungen Jahren abzuschließen. Denn der Beitrag ist abhängig vom Einstiegsalter, vom Beruf und vom Gesundheitszustand. Und der Beitrag hängt auch vom Berufsbild ab und der kann zwischen 60 und 200 Euro im Monat liegen, je nachdem, welchen Beruf man ausübt und wann man einsteigt. Die Hausratsversicherung, die braucht ihr nicht unbedingt. Über die könnt ihr euren Hausrat versichern. Dazu gehören Möbel, elektrische Geräte, Geschirr, Klamotten und alles weitere. Auch euer Fahrrad könnt ihr bei einem Zusatz mit aufnehmen. Gezahlt wird zum Beispiel bei Diebstahl, Brand oder Wasserschäden. Dabei geht es nur um alles in der Wohnung. Schäden an der Wohnung selbst zahlt eure Haftpflicht an euren Vermieter. Schätzt einfach ein bisschen ab, ob euch der Verlust eures Hausrates ruinieren würde, und zwar im finanziellen Sinne. Wenn Vanessa jetzt also mit Teelichtern rumspielt und ihr Billigbett und die Möbel vom Sperrmüll abfackelt, da ist der Verlust, sagen wir mal, überschaubar. Hey, das sind Sammlerstücke. Ja, ist klar. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Handy, Brillen oder Reisegepäckversicherungen, das braucht ihr eigentlich gar nicht. Handy-Display gebrochen, Brille kaputt, Gepäck weg. Es gibt gefühlt 1000 Szenarien, für die einem eine Versicherung angedreht wird. Fragt euch dabei aber immer, treibt mich das in den finanziellen Ruin? Ein fremder Sportwagen mit Totalschaden, der zieht euch total in die Scheiße. Ein kaputtes Handy ist mies, aber verschmerzbar. Legt euch für genau solche Sachen mal lieber monatlich was auf die Seite, statt Geld einzuzahlen, das ihr im Zweifel sogar nie wieder seht. Wenn ihr nach diesem Prinzip auswählt und euch um die Kranken-, Auslands-, Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherung kümmert, dann könnt ihr endlich wieder in Ruhe pennen. Leute, sagt mal, wie sieht's bei euch aus mit der Versicherung? Kümmern sich eure Eltern drum? Macht ihr dasselbe oder hattet ihr schon mal Probleme mit einer Versicherung? All das auf jeden Fall ab unten in die Kommentare. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und unten findet ihr noch ein weiteres Funkformat, also schaut vorbei. Ja, und wer hat jetzt eigentlich einen Topf mit dem Geld? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, du weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Ah, okay, dann wohl bis morgen. Naja, wir tschüss. Wir suchen jetzt mal den Topf. Ich bin jetzt in Mexiko. Ja, bis dann. Ciao. Wir sind dann in Mexiko. Keine Ahnung, was kann man da nur machen? Bestimmt gutes Essen.